So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zeige ich euch die besten Investitionsmöglichkeiten, die es derzeit gibt. Bevor wir beginnen, könnt ihr wie immer, wenn ihr neu seid, ein Abo da lassen. Würde mich sehr freuen. Danke auch für 11.600 Abonnenten. Morgen gibt es die Elite 3 Rewards, aber das Video wird dann erst gegen Abend online kommen. Oder wir streamen gegen Abend. Ich kann es euch noch nicht sagen, aber auf jeden Fall, dass ihr dahingegen für morgen Bescheid wisst. Morgen 15 Uhr erstmal kein Video, erst gegen Abend. Macht einfach die Glocke aktiv oder folgt mir auf Instagram. Da werdet ihr es auf jeden Fall dann mitbekommen, wann genau ja der Stream morgen beginnt oder halt das Video kommt. Vielleicht schaffen wir ja, ich sag's einfach mal so, eskaliert mit den Likes, würde mich sehr freuen. Vielleicht schaffen wir, gebe ich wieder als Mindestziel raus, die 200 Likes. Würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Sowas pusht und unterstützt und motiviert wirklich einen sehr. Also lasst sehr, sehr gerne ein Like da, es ist kostenlos und würde mich sehr freuen. Und dann, bevor wir wirklich mit dem Video jetzt reinstarten, wollte ich noch mal kurz was sagen. Es gab gestern einzelne Kommentare, es waren wirklich am Ende nicht viele, vielleicht allerhöchstens 15 Kommentare oder 10 Kommentare, sagen wir. Ich glaube, 15 ist sogar übertrieben. Wie geschrieben haben, jetzt klappt es nicht mehr mit den UCL-Spieler-Snipen. Wegen dir habe ich Verlust gemacht. Wegen dir 100k Verlust gemacht in mein UCL-Investment-Video. Ich weiß nicht, ob euch der YouTuber Tactics was sagt, aber er hat ungefähr die gleichen Nachrichten bekommen mit, ja, wegen die habe ich jetzt so und so viel Verlust gemacht. Ich sage auch immer wieder in meinen Investment-Videos, erstmal auf eigene Gefahr oder allgemein Trading auf eigene Gefahr. Dann zweitens, Verlust gehört genauso dazu wie Gewinn. Und drittens, ich habe nirgendwo gesagt, dass ihr blind nachkaufen sollt, macht euch eure eigenen Gedanken. Ich habe ja Gewinn gemacht mit der SBC, ich habe im Hype verkauft, konnte sie alle für 2000 weghauen und habe sie für höchstens, also ich habe geguckt, dass ich die Spieler unter 1000 bekomme, habe alle für 2k im Hype weggehauen. Also am Ende bin ich da ohne Verlust, jeder muss selber wissen, wann er aussteigt und wie viele Spieler er mitnimmt. Ich habe auch nicht viele mitgenommen, muss ich sagen. Ich habe vielleicht in 20, 30 Spieler investiert. Ich mache sowas lieber wie gestern Abend, was im Video vorkam, so 19 Uhr Live-Trading, wo ich einfach mal 60k gemacht habe in 15 Minuten und so viele Leute haben kommentiert, es klappt nicht mehr. Ich habe auch nirgendwo gesagt, dass es noch klappt. Ich habe nur gesagt, dass es um 19 Uhr klappt, weil jeder Panik zählt und man da es sehr gut machen konnte. Da wollte ich einfach nochmal gestern euch die 19 Uhr Trading Methode näher vorstellen, sage ich mal. Aber dann um 11 Uhr oder so hat es nicht mehr geklappt oder halt so gut wie gar nicht mehr. Aber ich musste es euch zeigen, weil am Ende heißt es Pains, wo erst du die Coins transferiert, Pains vielleicht Coins. Deswegen zeige ich euch immer, wie viel Gewinn ich mache und das musste ich dann auch halt im Video zeigen. Ich habe die 19 Uhr Trading Methode angewendet und habe damit 60.000 Coins gemacht in knapp 15 Minuten. So viel auf jeden Fall dazu. Ich habe jetzt auch keine Lust darauf länger einzugehen. Jetzt nur mal kurz für die 10, 15 Leute, die es kommentiert haben, dass ihr dahingegen Bescheid wisst. Und jetzt starten wir rein mit dem Video. Let's go. Okay Jungs, ich habe euch heute ein paar Investitionsmöglichkeiten mitgenommen. Wir haben gestern gestreamt. Nochmal danke dafür. Absolut geisteskranker Stream gewesen. Aber viele Leute haben kommentiert, Pains, wie kann ich derzeit traden oder was heißt traden, wie kann ich derzeit investieren? Sehr, sehr viele Leute haben immer geschrieben, ich habe so und so viel 1000, wie kann ich investieren? Dann dachte ich, komm, ich bringe einfach mehrere Investitionsmöglichkeiten. Dann habt ihr die verschiedensten Richtungen, wo ihr investieren könnt, auch hier auf eigene Gefahr. Kann auch nichts vorhersagen, ob es steigt, aber die Chance dafür ist wirklich sehr, sehr hoch. Und hier fangen wir an mit den Teamfitnesskarten, die derzeit, ich glaube mal, bei 600 Münzen liegen. Wir schauen uns das mal kurz an. Okay, sogar noch billiger. Bei 500 Münzen bekommt ihr sie auf jeden Fall gesniped, sage ich mal. Ich kann euch sagen, Team Fitness ist eine Möglichkeit zu investieren. In den letzten Jahren lagen sie immer bei mindestens 1000 Coins. Aber noch sehr, sehr viele haben Team Fitness Karten, weil es ja erstmal jetzt für 2-3 Wochen lang diesen Bug gab. Jetzt werden eigentlich pro Spiel immer Team Fitness Karten gebraucht, vor allem in Food Champion. Und ich sehe sie in den nächsten Wochen, ich weiß nicht wann, kann 2 Wochen dauern, kann 3 Wochen dauern, aber bei auf jeden Fall über 800 Coins, wenn nicht sogar über 1000 Coins. Und hier würde ich euch einfach sagen, probiert die Teamfitnesskarten für 450 Coins zu snipen. Und wenn es gar nicht möglich ist, ich kann sie jetzt hier ein bisschen ausprobieren, probiert sie euch vielleicht sogar zu erbieten für 450 höchstens. Ansonsten holt sie euch für 500 mit und wenn sie nicht kommt, Jungs, dann, keine Ahnung, dann benutzt ihr sie für euer Team, wisst ihr, was ich meine? Da kann man jetzt eigentlich keinen großen Verlust am Ende machen, weil wenn da nichts kommt, also was heißt nichts kommt, wenn sie nicht ansteigen in 2-3 Wochen, benutzt ihr sie einfach für euer Team und tut bei euch Fitness rein. Dahingegen würde ich auch nicht zu viel investieren, vielleicht so maximal 100 Team-Fitness-Karten für 500 Münzen zum Beispiel. Und wenn nichts kommt, dann habt ihr sie halt für euer Team, Team-Fitness-Karten, wenn das Ganze FIFA lang gebraucht. Das ist jetzt so eine Investitionsmöglichkeit, die man machen kann, Team-Fitness-Karten. Ich sehe sie vielleicht auch erst in einem Monat bei über 1000 Coins, aber wenn ihr sie jetzt für 500 mitnehmt, 100 Stück und pro Karte 500 Coins Gewinn macht, ist es auf jeden Fall nicht schlecht und in der Zwischenzeit könnt ihr sie auch in euer Verein lagern und einfach auch für euch benutzen. Probiert's aus, maximal 500 Coins die Team Fitness mitnehmen. Wenn ihr ja Typen seid, die Geduld haben, ich werde es jetzt nicht machen, muss ich euch sagen, weil ich lieber
auf dieses Live-Sniping gehe, aber davon kamen in den letzten Tagen zu viele Videos, deswegen stoppen wir das Ganze mal erstmal. Heute kommt eine Investitionsmöglichkeit, morgen kommt ein Flipping-Video höchstwahrscheinlich plus meine Elite-Rewards und dann schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. Zweite Investitionsmöglichkeit und diese Investitionsmöglichkeit benutze ich auch wirklich jede Woche. Dafür gehen wir mal kurz rüber auf Footbin. Ich kann es euch nicht perfekt zeigen, aber ich probiere es euch auf jeden Fall so zu zeigen, dass ihr es verstehen könnt, weil Footbin den Graphen nicht immer perfekt aktualisiert. Aber hier sehen wir zum Beispiel einen Luzzano, liegt jetzt bei 42.000 und ich muss mal kurz was klarstellen, bevor wir hier mit Luzzano anfangen. Ein Icardi lag gestern, bevor die Champions League begonnen hat, bei 30.000, hat seine zwei Tore gemacht und lag dann, ja, Footbin zeigt es auch hier wieder nicht genau an. Er lag auf jeden Fall bei 47.000 Coin. Und warum ist er gestiegen? Ja, er hat, ich glaube, zwei Tore hat Icardi gemacht, kann das sein? Und dadurch ist Icardi von 30 auf 47.000 Coins angestiegen, obwohl... Die Leute verstehen es, glaube ich, nicht. Die Champions League zählt gar nicht zum Once-to-Watch-Event dazu, weil man bekommt jetzt noch keine Man-of-the-Match-Champions-League-Karten. Die kommen erst nach den Gruppenphasen. Und es zählt bis jetzt nur die Liga. Deswegen ist es komplett sinnlos, dass Icardi angestiegen ist. Aber viele Leute wissen es nicht. Und da konnte man es sehr gut ausnutzen. Paris hat nicht gegen die beste Mannschaft gespielt, will ich einfach mal sagen. Und dadurch hat er seine zwei Tore gemacht. Von 30 auf 47 angestiegen. Und Leute haben wirklich sehr, sehr viel Gewinn gemacht, die in Icardi investiert haben gestern. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, das gleiche geht heute mit Julian Brandt zum Beispiel. Thorgan hat und Luzzano. Vielleicht mit Lukaku kann man das noch ausprobieren. Wir haben uns gestern noch einen Luzzano hier erboten für 40.250 Coins. Er liegt, glaube ich, jetzt schon bei 42.000. Und einen Julian Brandt für 38.000, der mittlerweile schon bei 41.500 liegt. Also hier kann ich euch auch sagen, könnt ihr sehr gut die Once-to-Watch-Karten erbieten. Und sollte Luzzano heute, toi toi toi, ich bin Napoli-Fan, ihr wisst Bescheid, gegen Salzburg ein Tor schießen, wird er vielleicht im Hype auf über 50.000 ansteigen und ich werde ihn weghauen. Ich wollte mir gestern noch mehr Luzzanos mitnehmen, aber es war schon um 3:30 und ich war schon müde und dann dachte ich mir, komm, scheiß drauf, ich gehe jetzt pennen. Aber ganz kurz, wenn ihr Once-to-Watch-Karten investieren wollt, damit wir auch zum Thema zurückkommen, macht es jetzt, also vergesst mal kurz die Champions League. Ein Ligaspiel pro Woche, das immer Samstag oder Sonntags halt, kommt drauf an, sagen wir, ihr wollt euch ein Luzzano mitnehmen, Paints, wann am besten in Luzzano OTW investieren. Das kann ich euch sagen, nach dem Spieltag von Napoli. Sprich, Beispiel, Napoli spielt jetzt am Samstag, sagen wir mal, gegen Inter, was nicht stimmt. Aber in Napoli spielt gegen Inter, Luzzano hat nicht getroffen, dabei muss man dann wieder eine Woche warten, bis ja die Ligaspiele wieder beginnen. Und nach diesen Spielen, eine Stunde nach dem Spiel, zwei Stunden nach dem Spiel, Luzzano, sagen wir mal, hat im Spiel nichts gemacht, dann ist der Zeitpunkt, wo ihr investieren könnt, weil das ist dann wirklich sein niedrigster Preis. Napoli hat am Samstag gespielt und nach dem Samstagspiel lag Luzzano bei 38.000. Da hätte man ihn sich schon easy mitnehmen können und jetzt für 42.000 weghauen können, wären halt vielleicht nur 2.000 pro Karte Gewinn, aber immerhin etwas. Ich würde so sagen, investierte man nach den Spieltagen, wie zum Beispiel ein Julian Brandt, lag am Samstag, sie haben gegen Mönchengladbach gespielt, wenn ich mich nicht täusche, hier, Samstag bei 45.000 und nach dem Spiel ist er einfach auf 38 gedroppt. Ja, hier einmal 39, aber mehr sieht man auch nicht, okay. Hätte man sich aber für 38.000 mitnehmen können und jetzt am Wochenende spielt Dortmund ja wieder, ich weiß gerade nun nicht wann, ob Samstag oder Sonntag ist, Brandt wieder bei seinen 44.000, 45.000 ja, liegen, wenn er in der Startelf ist, direkt von Anfang an. Und da kann man ihn dann direkt schon easy verkaufen. Ihr müsst gar nicht warten, bis er sein Tor schießt. Also einfach nach dem Spieltag einkaufen. 37, 38.000 zum Beispiel. Und dann eine Woche warten. Zum nächsten Spieltag zum Anstoß am besten. Oder ihr geht auf Risiko und hofft, dass er ein Tor macht. Ansonsten zum Anstoß liegt er wahrscheinlich bei 45, 46.000. Und ihr könnt da 4, 5.000 pro Karte Gewinn machen. Also easy OTW-Investment. Das gleiche mit Thorgan Hazard. Lag nach dem Spiel gegen Mönchengladbach bei 15.000. Hätte man jetzt schon 2.000 Gewinn machen können. Und am Samstag... Oder halt Sonntag, ich weiß gerade ehrlich nicht, wann Dortmund spielt, liegt er wieder bei 19.000, wenn er in der Startelf ist, dann kann man auch direkt 3.000 pro Karte Gewinn machen. So viel auf jeden Fall zum OTW-Investment. Jetzt zeige ich euch noch allgemeine Investments. Ihr wisst ja, wir haben bis jetzt nicht viele Spieler-SBCs bekommen in FIFA 20. Wir können ja mal nachschauen, das Scream-Event bis jetzt, muss man sagen, enttäuscht auch. Gestern gab es gar keine neuen Packs. Die Hulk-SBC kam ja auch nicht. Gestern kam ja alles vorgestern. Gestern haben sie einen kompletten Tag Pause gemacht von einem Scream-Event. Da kam nichts. Hoffentlich kommt auch heute wieder ein paar Packs oder sonst was. Und dann kriegen wir hier sowas wie ein Trikot oder so, echt belastend. Auf jeden Fall haben wir bis jetzt einmal die Hulk-SBC bekommen. Ich glaube Jesus Navas oder wie ausgesprochen wird. Und die Milner-SBC. Aber auch was das Champions League-Event angeht, sage ich mal, haben wir noch keine Champions League-Spieler-SBC bekommen. Und letztes Jahr haben wir zum Beispiel eine Manolas-Karte bekommen, eine Toni Kroos-Karte. Und sowas wird auch dieses Jahr wieder kommen, wahrscheinlich die UCL-Moments-Karten. Zum Beispiel Manolas hatte seine Karte bekommen gegen Barca, ihr wisst ja, in den letzten 10 Minuten im Halbfinale getroffen hat und dadurch ist Barca ja rausgeflogen. Die Frage ist, wer könnte dieses Jahr so eine UCL-Moments-Karte bekommen? Hier ging Full Credits raus an Coins Mafia, könnt ihr sehr gerne auf Twitter abchecken. Ich habe diesen Post von ihnen gesehen und da kann ich nur recht geben.
Hier, Lukas könnte ich mir sehr gut vorstellen, 3 Tore im Halbfinale gegen Ajax, dadurch ist ja Ajax auch rausgeflogen und Tottenham ist im Finale eingezogen. Das wäre, wie er auch selber schreibt, eine Karte, die den Markt deutlich anheben würde, weil der Markt ist gerade wirklich sehr tief und dadurch könnten mal endlich ein paar Investitionen ansteigen. Sagen wir mal, ihr sagt wirklich, okay, Lukas Moura hat Potenzial zu kommen, dann geht ihr hier in die Premier League, geht ihr hier auf Mindestrating von 81 bis, sagen wir mal, 84. Ich kann euch nur sagen, dass ihr bei so Investitionen nichts falsch macht, wenn ihr Henderson zum Beispiel hier unter 1400 mitnehmt, so maximal 1300, sage ich mal. Easy, wenn Lukas Moura kommt, sagen wir, da steht ein SBC 83er Team oder 84er Team plus 2 Engländer oder 2 Premier League Spieler, wird vielleicht ein Henderson easy auf die über 2000 ansteigen. Wäre auch eine Möglichkeit, allgemein muss ja nicht Moura kommen, es kann allgemein Premier League SBC Karten kommen. Dann haben wir einen 83er Sigurdsson, der einfach 1000 Münzen nur wert ist, würde auch vielleicht auf seine 1,5 bis 2000 ansteigen. Ist eigentlich auch ein Investment, was aufgehen kann. EA muss halt wie gesagt nur die passende SBC dazu mal bringen. Dann haben wir einen Otamendi, auch in Ordnung, kann auch mal vielleicht auf seine 4.000-5.000 ansteigen. Muss halt auch, wie gesagt, die passende SBC dazukommen. Ansonsten auch, wenn ihr in diese Premier League-Spieler investiert, könnt ihr auch vielleicht hoffen oder Glück haben, dass sie zum POTM ansteigen und ihr die richtigen Spieler da ja gekauft habt. Dann haben wir einen Lo Celso, der sehr, sehr gut klappen kann, wenn Lukas Moura kommt. Auf einmal braucht man, stellt euch mal ein Beispiel vor, ein 84er-Team und 2 Tottenham-Spieler, dann ja kann ein Lo Celso, also wird er safe auf über 3.000, 4.000 ansteigen. Aber wie gesagt, das sind alles hier nur aus der Luft geholte Sachen, sage ich mal. Wir spekulieren hier nur ein bisschen, welche Investitionen denn aufgehen können. Ich mache mich dieses Jahr, muss ich sagen, was die Investitionen angeht, sehr, sehr schwer, weil diese neue Sniping-Methode an der Web-App sehr, sehr vielen Leuten gefällt es nicht. Aber ich sag's mal so, andere laden FIFA-Points auf und machen damit so ihre Coins. Und wenn ich dann in der Web-App snipe, finde ich daran nichts verwerflich. Ganz Twitter ist damit voll. Julius FGU macht es ja auch selber. Ich weiß nicht, ob er dazu schon ein Video gebracht hat. Weil wie er auf Twitter geschrieben hat, meint er, er will erstmal dazu kein Video bringen, weil es wahrscheinlich sonst nicht mehr klappen wird. Deswegen habe ich es euch in den letzten Videos auch so oft gezeigt, weil die Methode einfach OP ist. Man kann damit wirklich easy Aufwand sehr, sehr viele Coins machen und das ging in den letzten Jahren nicht so einfach. Lasst sehr gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns morgen wieder. Wir sind wieder kurz vor den 12.000 Abonnenten, da fehlen noch nicht mal mehr 400. Vielleicht schaffen wir es ja die nächsten Tage. Und dies Jahr dann doch noch vielleicht die 15.000. Ich weiß ja nicht, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber ja, knapp 2 Monate bleiben uns noch. Vielleicht packen wir noch die 15.000 bis Ende des Jahres. Dann bin ich raus. Danke für den Support. Haut da rein. Bis morgen und ciao.